Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part. Ich bin wieder Avenger und ich habe natürlich wieder meinen Homie, den Tauli, dabei. Und wir sind wieder bei Vision, Division, immer noch. Geht's? Tauli. Ja, sensationell. Ja, immer noch bei Division, dem Release Day jetzt sozusagen. Und ja, wir haben den ersten, also wir können jetzt den ersten Flügel freischalten, das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar den medizinischen Flügel können wir jetzt endlich entsperren und können dann endlich mal mit der Story weitermachen. Medizinischer Flügel, der war... Nee, Sicherheitsflügel, also muss ich doch da lang. Der grüne Pfeil, genau. Ja. Videosequenz und so. Hey, wir haben einen Doktorin. Na, wen haben wir denn da? Wir haben einen Doktorin. Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ja, kein Problem. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. So. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott. Das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Zickenterror. Sensationell. Ist das nicht schön? Yay, eins ist abgeschlossen. Ja, noch nicht wirklich. Aber es ist alles in Arbeit. Eben. Oh yeah. What? Was haben wir jetzt alles gemacht? Mhm. Okay. Ja. Schön. Was können wir jetzt machen? Können wir was anklicken? Irgendwie, was machen? Oder? Oh, ich will jetzt auf jeden Fall erstmal Ding. Ja, hast du alle Punkte ausgegeben? Nö. Weil ich irgendwie... Weil noch nichts machen kann. Hä? Das ist natürlich gut. Nee, irgendwas können wir doch jetzt hier prozentual freischalten, aber ich weiß nicht. Du musst ans Laptop gehen und dann kannst du ja wieder so ein Ding aussuchen. Ja, hier steht jetzt Flügel ausbauen und hier sind noch sämtliche Sachen, die ich anklicken kann, aber da tut sich nichts. That's shit. Steht zwar Vorräte und so, aber irgendwie ist hier nichts zu machen. Ja, kannst du jetzt nichts machen? Nö. Warte mal. Laptop benutzen. Gehen wir nochmal rein, mal gucken. Vorräte steht da nur 700. Ja, also die kannst du auch aussuchen. Kannst du auch ausgeben. Wenn du am Laptop stehst, an dem, wo du stehst, gehst. Ja. Den benutzte, dann hast du ja Vorräte. Ach, Doppelklick auf die Sache. Ihnen nicht genug, ja, alles klar, passt. Ich bringe Ihnen eine gute Flasche Wein mit. Ah, neue Fähigkeiten, neuer Vorteil. Sehr schön. Ja. Jo, schick. Also ich bin jetzt gerade bei 20%. Oh yeah, neue Fähigkeiten. Woo, baby. That's nice. That's very nice. Talente. Mhm. Ja, jetzt haben wir natürlich Vorräte. Nichts mehr. Ist aber auch nicht schlimm. Cooler. Gut. 20%. Eine Apotheke. Jetzt können wir unsere Arzneimittel sicher lagern und überwachen. So, jetzt muss ich natürlich mal gerade schauen. Jetzt fülle ich mich erstmal auf. Komplett. Bam, 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 bam. Und jetzt kann ich ein bisschen mit meinen Talenten rumspielen. Und so. Also. Und so. Ich guck mal ein bisschen im Craften rum. Moss hast du 5. Ist endlich freigeschaltet. Dann machen wir jetzt... Was hast denn du angegeben? Hast du wieder diese Haftmine, oder? Ich habe wieder meine Haftmine. Alles klar, dann mache ich das extra, medizinische Dings da, wo ist da? Erste Hilfe, Basis.
Naja, egal. Hm. Sensationell. Gut, haben wir das auch schon gemacht. Fertigkeiten anlegen. Fertigkeiten anlegen. Bam. Was ersetzen? Warum? Doof oder was? Ja, ist egal. So, Mods anlegen. Hm, okay. Das Craften braucht man natürlich wieder die ganzen Sachen, die man auch sammeln kann. Talente, da oben ist der Reiter. Mhm. Zuweisen Talentplätze, wählen Sie ein Talent. Gut, perfekt. Was ist das? Beschreibung. Ein Gegner und das Sperrfeuer zu nehmen, steigert die Bewegungsgeschwindigkeit 10 Sekunden lang um 25%. Bewegungsgeschwindigkeit. Aha, betrifft Agent. Okay, was ist das? Ein ausgeschalteter Agent wiederbeleben, um einen eigenen Schaden für beide Spieler 10 Sekunden lang um 50% zu mindern. Oh, das ist schick. Das ist schick. Das nehmen wir. Das wird ja sowas von... Ja. Bitte. Zugewiesen. Perfekt. Vorteile. Ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Schick. Ja, aber das gab es halt in der Beta noch nicht. Richtig. Richtig, richtig. Aber was zum Teufel... Okay, also den Vorteil habe ich anscheinend schon angelegt. Vorteil ist... warte mal, wo ist denn das nochmal? Abilities Perks. Genau, du hast ein... Erste Hilfe Sept Inventar um einen Platz. Ja, das haben wir schon gemacht. Die sind immer aktiv. Okay, alles klar. Ich glaube aber, dann kommt es dann immer so drauf an. In der ersten Reihe kannst du, glaube ich, immer einen auswählen oder sowas. Irgend sowas. Muss mal schauen, wie das dann später im Spiel wird. Ah, that's... Something. Wenn sie Kinder haben, du einfach so, als ob du... Das haben wir doch schon, habe ich das schon längst gehört. Gut, dann war's das eigentlich. Wie? Was ist denn da jetzt schon wieder? Was ist denn los, mein Kleiner? Ja, bei Vorteile wird immer noch zwei angezeigt, aber ich... Ach so, ja, hier. Ach, da unten, da sind genau. Die. Aha, man müsste auch mal scrollen, ne? Genau. Sammelstündig doch. Aha. Anfertigungsmaterial im medizinischen Flügel ein. Okay. Das steigert den Virenschutz um. Ah, okay. Zu stärker kontaminierten Bereichen. Das ist schick. Aber ich dachte, dafür hat man Masken dann. Ja, das ist halt so ein... Oder ist das jetzt in der Beta halt nicht mehr? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. In der Beta hast du keinen gefunden. Richtig. Doch, wir hatten eine erweiterte Maske mal gefunden, das weiß ich noch. Ja, aber kein erweiterter Filter. Ja, okay. Hast ja recht, ist ja noch Filter mit dabei. Gut, draußen ist ja schon wieder hell geworden. Das ist natürlich auch sehr, sehr nice. Gut, ich bin auch draußen jetzt und wir können eigentlich weitermachen. Oh yeah. Boah, die zieht schon deutlich weniger, Alter. So, machst du eine Scar oder was? Ne, was ist das für eine? Eine Military P416. Okay. Die sieht aus wie eine Scar. Das ist praktisch die gleiche Waffe, wie ich da habe, nur halt Militärvariante. Okay. Jetzt, gucken wir mal. Jetzt machen wir erstmal, ich denke mal, wir machen mal so ein paar kleine Sachen, holen uns dann mal was, dann machen wir so einen kleinen Encounter. Mhm. Oder willst du gleich mit Hauptstory weitermachen? Ach, mir ist das so Latte. Hauptsache irgendwas. Ja, erstmal ein bisschen rumrennen. Ja, so sieht's aus. Sammeln. Als drauf. Als drauf. Brauchen wir auch Aufsätze und so ein Zeug. Damit wir dann noch irgendwann mal richtig fett in die Dark Zone vorrücken können. Ja, das ganz ehrlich, bis ich an die Dark Zone gehen, will ich auf jeden Fall erstmal die Hauptstory durch haben und dauert auf jeden Fall noch. Ja gut, jetzt die Hauptstory sind ja nur drei Sachen eigentlich, sozusagen, oder? Dann hast du ja alle Flügel freigeschaltet und das war's dann. Oh scheiße, ich muss nachladen. Hab ihn. Alles klar. So, warte, jetzt guck ich mal, wo wir hingehen. Gehen wir mal dahin. Und gucken mal, was passiert. Jetzt lohnt sich es wesentlich auch, die ganzen Supplies mitzunehmen. Also dieses Medical Supply, Tech Supply und so Zeug. Richtig. Und Weapon Parts. Weil man damit auch was anfangen kann. Und zwar craften. Seine eigenen Waffen, Aufsätze, Ausrüstung.
Achso, ist der eigene. Ha, sensationell. Was haben wir hier? Neun Schalldämpfer. Oh, Handschuhe. Sehr nice. Achso, hier ist wieder Schlüssel finden und Geisel befreien, richtig? Ja, aber denk dran, hier ist wieder Zeug zum Aufsammeln. Electronics. Diesmal nicht zu verachten. Sogar blaue Electronics. Sehr geil. Mhm. So, hier ist wieder der Spaß, mit dem man reden muss. Hey, das geht. Oh, jetzt kommen wieder welche. Oh, habe ich jetzt eingesammelt. Das ist schön. Grüne Electronics? Wo? Was wie wo? Noch mehr Gegner. Von wo? Ach, gleiche Richtung. Idee. Okay. Ach Gott, ich liebe Sticky Bomb. Das ist einfach die beste. Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Das ging ja schnell. Ja. Mein Gott. Level 5. Am Anfang geht das Zeug nicht so schnell. So, wohin gehen wir jetzt? Auf der Map gibt es so viel Zeug. Wir können uns in einem Safehouse. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Oh ne, das ist zu weit. Immer da hinten. Okay. Ich glaube, das Safehouse war aber für Level 9 bis 12. Oh, ja, das ist noch nicht ganz so unser Ding, glaube ich. Doch, das klingt nach uns. Das klingt ganz, das, ja. Ganz entspannt. Du hast wieder ein Telefon, oder? Jawohl. Oh, außer wenn es kein Telefon mehr ist. Das Treffen war vor 20 Minuten. Warum die Verspätung? Tut mir leid. Ich hatte Probleme und musste einen Umweg machen. Und was hast du mitgebracht? Ich hab nichts. Es waren zu viele, Mann. Ich musste abhauen. Nichts. Hältst du das hier für einen Wohltätigkeitsbazar? Glaubst du, wir riskieren unseren Arsch, damit du Schutz... Warum? Wie schnell man eine grüne Sache findet, ne? In der Beta hat es voll gut gemacht, dass du halbwegs gutes Zeug gefunden hast. Und jetzt auch so easy. So easy. Grüner Stuff. Da oben drauf. Grüner Stuff. Oh, eine Pistole. Sehr schön. Da ist gar kein grüner Stuff. Schade. Bei mir war der grüne Stuff. Ja gut, wir haben auch eh sowieso unterschiedlichen Loot. Schokolade, ne? Das Beste. Öffnen. Wie ist hier Hostage? Zivilisten sind sicher. Yeah, Kampfziel abgeschlossen. Nächste Tür. Warte, da ist eine Kiste. Nee, doch nicht. Kiste. M249. Okay. Oh, nice. Oh. Die Waffe ist cool. Kiste? Hier, Kiste. Oh! Vorbereitete Maske. Stufe 6. Okay, sehr geil. Auf jeden Fall eine Maske. Sehr schön. Ja, hier ist nichts mehr. Schön. Das weiß ich. Da ist nichts mehr drin. Da war ich schon drin. Hallo. Ja, ist doch. Alter, fick dich. Da gehst du mal meine. Mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Oh, ich schwöre, ich hau dich gleich mit. Und drück genau und hau dich einfach noch. Ja, dann mach das. Komm, hau rein. Hau ich dich und dann hat meine Frau. Oh, das tut mir leid. Alter, komm, los. Jetzt mal Schnauze halten kurz, bitte. Nee, danke. Kann ich nicht. Nee, das doch, kannst nicht. Das kannst du. Ich glaube an dich. Alter, ist ja nur voll von Arsch, was ich eingesammelt habe. Ja, sowas aber auch. Hätte ich auch sagen können. Scheiße. Fick dich. Ficken Sie sich bitte hart. So, wohin? Sag an. Na, oh ne, das wollte ich nicht.
So, hier lang. Jetzt kommen wir wieder da, wo wir im Haus diese Sender anmachen mussten. Ah ja, genau. Perfekt. Mach ich noch und danach geh ins Bett. Dann haben wir schon wieder zwei. Ja, das macht ja nichts, kein Thema. Dann hast du ja auch deine vier Folgen. Richtig. Das schaffen wir das auch, denke ich, oder? Müsste eigentlich machbar sein. Ja. Boah, Alter, die klappt gerade voll zusammen. Die stirbt gerade alle. Was siehst du denn? Sie stirbt, wir müssen helfen. Und zwar Combat Roll. Ja, unbedingt. Das hilft immer. Im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall drüber rollen. Hey, servus, grüß euch hier. Bam. Sowas. Alter, hast du eigentlich mal die neuen Dragon Ball Folgen geguckt? Oh yeah. Dragon Ball Super? Mhm. Sind echt cool. Hast du die Filme vorher geguckt, die neuen? Kampf der Götter habe ich geguckt, ja. Aber das Fukaku no F nicht, ne? Nee, noch nicht. Sie haben die falschen Prioritäten. Dann habe ich mir nämlich extra reingezogen, bevor ich die neuen Folgen angeguckt habe. Okay. Aber irgendwie ist es Schwachsinn, weil auch der Kampf der Götter war ja in den Folgen mit drin. Okay, cool. Ja, aber muss man mal schauen. Auf jeden Fall richtig gut. Ich bin so froh, dass Akira Toriyama endlich mal was Neues gemacht hat. Er selber, nicht so Dragon Ball GT Scheiße. So, Dragon Ball GT Scheiße, okay, ja, ist klar. Das wäre wohl voll für den Arsch. Ja, ich hab's gern geguckt irgendwie. Ja, es war halt Dragon Ball, aber. Ja, richtig. GT war halt trotzdem für den Arnus. Ach, fand ich jetzt gar nicht. Mein Super Saiyan 4 und super legendäre Super Saiyan und Bam und Bam. Das war, ja, schon, war schon cool. Also ich hab's gefeiert ein bisschen. Ein Holster, schon wieder. Der AK. Was ist ein AK? Ich hab AK gefunden. Da brauche ich dann noch aufsetzen und sowas drauf. Immer so ein bisschen rumgucken, ob hier irgendwo was drin liegt. Oh, das ist wieder ein Trovival Guide. Hey, ein Hund. Ach, cool, hier drin. Toter oder? Hund. Ein toter Hund. Müssen wir jetzt nicht die Treppen hoch oder so? Ja gut, da drin können wir erstmal was looten. Machen wir das erstmal. Renne. La, Tür auf, nee, geht nicht. Hier geht Tür auf. Yay, so geil. Dann machen wir mal. Mit dem Dietrich, Alter. Ach, Uhu. Scheiße. Dafür habe ich jetzt echt einen Dietrich verbraucht. Oh, fuck. Ja, es sah zumindest so aus. Hey, hier ist was. Überlebende irgendwas. Hab's zu spät gelesen. Hab schon eingesammelt. Das war wirklich scheiße. Ach so, na dann. Oh, hier ist noch ein Backpack, so. Und eine Spülmaschine. Sehr gut. Ach so, das eine kann ich nicht aufsammeln, weil da ist ein Medipack und so. Das habe ich ja genau, schon alles ist ja voll dann. Ja, richtig. Ich habe jetzt eins schön mehr durch meine Fähigkeit bzw. Talent. Ja, das ist ja Klinik gewesen. Mhm. Die Klinik musste man im Endeffekt okay, oben kann man nichts mehr hin. Klinik musste man. Ich laufe da aber auch immer hinterher, egal ob es ein Sackgasse ist oder nicht. Das ist schon. Alle cool. Sind wir doch. Ja, das sind Gegner. Cool. Echt, das sind Gegner. Ja. Du mit deinen krassen Haftminen, Alter, weißt du? Oh, der hält aber schon mehr aus. Ja, ich bin auch schon so gut wie tot. Alter, what the fuck? Ja, heil dich. Ja, bin ich doch dabei. Jetzt muss die Rüstung weg, dann hält er nichts mehr aus. So, zack. Schöne Sachen. Crazy Horse, Motherfucker. Oh, ich habe einen Griff bekommen. Yeah, geil, nice. Hier irgendwas drin. That's nice. Nee. Hier ist aber wieder eine Kiste. Kleiner Rucksack. Explosionsgeschosse. Kann das sein, dass immer nur einer von uns beiden die Rucksäcke aufmachen kann? Ja, es liegt dann draußen. Ach so. Hier ist ein Telefon. Willkommen beim Kundendienst von Kaiserhaus. Aufgrund der jüngsten... Kundendienst, wie geil. Kontaminierte Vorräte entdeckt. Warte, oh, bevor wir das anmachen. Ja. Hast du ein Lockpick? Kannst du die Tür aufmachen? Boah, Lockpick, wo sehe ich das? Ah, ich habe eins. Ja, habe ich. Gut. Soll ich aufmachen? Ja. Okay. Kannst du aufmachen. Alles klar. Schließt auf. Yay. Ist doch alles immer so kontaminierter Müll, ne? Hier drin, keine Ahnung. Oh, hier ist eine Kiste. Oh, da ist ein Rucksack. Backpack, oh, geil. Und so. Blaues Ding.
gleich mal anziehen. Ein Müsli-Riegel, yay! Hier, wo ich drin bin, ist eine blaue Kiste. Also oh ja, yeah, hab schon gesehen. Kiste. Für Level 6 und so. Okay, echt? Ja, ist auch alles voll bei mir hier, was da draußen liegt. Also ich kann nichts wirklich machen. So, jetzt gucke ich gerade mal. Habe ich, das ist auch alles voll bei mir. Ja, also so. Passt schon. Also aktivieren. Warte mal, jetzt gucken wir erstmal nochmal hier in der Gegend rum. Holen da noch das Zeug aus dem Ding raus. Oh, eine Jacke. Oh, wie toll. Hey, vielleicht finde ich wieder eine Kappe. Yeah. Oh, Jacke. Mhm. Ja, komm. Alles mit. Alles mitnehmen. Alles. Alles nimmt er mit. Alles hat er Bock. Natürlich. Mitnehmen was nicht. Was Chemie zahlt, ne? Aha. So, warte mal, da ist eins von den Dingern. Zwei Stück brauchen wir danach, glaube ich, noch. Lass erst mal gucken, wo die sind. Und das wissen wir doch eigentlich. Computer-Dingerns. Okay. Ja, beim letzten Mal sind wir rumgerannt und haben sie nicht gefunden. Ja, das eine. Das war dann aber irgendwo ganz oben, wo wir eigentlich einfach nur dran vorbeigerusht sind. Sag dann einfach Bescheid, wenn ich drücken soll. Hm, ist hier eins drin? Nee, ne? I don't know. Bin da echt einfach dran vorbeigerusht? Ich glaube schon. Ne? Ja. Ich bin dann nur kurz ins Haus zurück und hab's sofort gefunden, also... Ja, mach einfach mal an. Okay. Bam, bitch. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Okay, erstes Stockwerk, hier ist nichts. Perfekt. Oder? Warte mal, ich geh mal hier mal durch. Oh. Boah, hier ist aber jede Menge krasser Stuff, ey. Oh, eine Kappe! Yay! Ich hab endlich eine Kappe gefunden. Sensationell. Ja doch, ich habe echt eine Kappe gefunden. Aber wo sind die anderen Dinger hier? Das Rucksack und so? Ja, viele Sachen sind wahrscheinlich dann wieder sowas, wo du eh nicht aufheben kannst, weil du voll bist. Vielleicht haben sie aber auch wieder die Dinger wieder ganz woanders hingestellt. Ja, eins habe ich hier. Alarm. Ist aktiviert. Kontaminationsscan eingeleitet. Und das andere ist oben. Ja, wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Und dann können wir ja immer noch hier looten, was hier drin ist. Sicher schon. Kontaminationsscan eingeleitet. Müssen wir noch die Leute killen? So, okay. Bist schon ganz oben, ne? Ich bin jetzt ganz oben, ja. Hallo. Alles klar, bin da. Ach nee, da raus. Benötigt Filter? Okay. Was? Keine Ahnung. Stand da gerade. Achso, du rennst ja wieder krass nach vorne. Ja, die Gegner sind ja gerade vorne. Ich geh wieder links. Okay. Ich schmeiß mal eine Nade, glaube ich. Der Obertrottel läuft genau in uns. Ja, genau da, wo ich meine Nate hinschmeiß. Okay, Suppressing Fire. Konnte mich abhauen. La 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 la. Versteht man mich überhaupt? Ich bin gerade voll kaputt. Ja, doch. Ich verstehe dich. Das ist gut. Ach, das war's schon, das Ding hier? Das letzte oder wie? Einfach nur hochladen war das. Oh, hier ist irgendwo eine Kiste. Links nebendran. Muss die Kiste sein? Eine Kiste. Ja, hier. Oh yeah! M80 und vertikaler Griff. Sensationell. Muss doch gleich mal. Eine M4 und ein Holo-Seite. Oh, geil. Oh, nice. Das gucke ich mir jetzt noch an und danach geht's in die Haier. Okay. Okay. Wollen wir nicht erst noch hier alles durchgucken und so? Wollen wir nicht vielleicht noch hier? Ist ja nur so ein, weißt du? Angewinkelter Griff. 4% Stabilität. Okay, das ist Level 4. Oh yeah. That's nice. Achso, habe ich immer nur noch den. Ich habe noch keine Lackierung. Das ist natürlich echt heftig. Ich schon. Ach, ich weiß nicht, wo ich sie gefunden habe. Das war sie, glaube ich, ja. Habe ich so viele Griffe. So. Das legen wir uns jetzt direkt an. Oh, ein roter Griff. Oh, yeah. Mm. Nice, nice, very nice. Das drauf. Coole Sache, coole Sache. Hm. So, da haben wir jetzt wieder neue Rüstung. Stufe 5. Und natürlich alles nach unten haut. Warte mal, da haben wir. Lebenspunkte 17 Rüstung, 14 Kapazität Munition. Ja, nee, nicht wirklich. Alles klar, ist nicht wirklich besser.
Handschuhe vielleicht da? Vielleicht was? Oh yeah, da geht's ab. Da geht's ab. Holz da ja, auf jeden Fall. Ah, Level 6 noch. Das macht aber auch nichts. Da haben wir noch was. Ah, Level 6 können wir auch noch nicht nehmen. Und da haben wir auch einen Level 6er, was Neues. Aber da haben wir noch einen. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Cool. Crazy Horse. Alles klar. So. Mhm. Ach, ich wollte eine Kappe aufziehen, siehst du? Haha, sensationell. Wo war das nochmal? Inventar und dann Aussehen, ne? Hüte. Yay. Toll. Ich wollte eine Kappe haben, nicht so ein Scheißdreck. Ja, guck, ich hab eine Kappe. Mach mal eine Kappe an. Kann man das droppen? guck dir die mal an, ey. Das ist so ein Trucker Cap, ne? Sieht jedenfalls ganz so aus. So ein Football Cappy. Passend zu meiner Jacke. Yeah. Schon cool. Auf jeden Fall. Dämlich. Dann nehme ich aber trotzdem wieder die Jacke. Hier, irgendwas Cooles. Ja, ist ganz schön kalt, so eine Fellmütze, also so eine Wollmütze, das passt schon. So, ja. Wollen wir jetzt noch schnell das Haus durchsuchen und dann können wir doch... Ja, das können wir noch machen. Na also, komm. Da war so viel Stuff noch, Alter, das brauchen wir unbedingt. Aber ich glaube nicht mehr für mich, weil da ist, glaube ich, nichts Gescheites mehr gewesen. Ja, wir waren weiß ja nicht komplett überall, oder? Ja, doch, ich schon. Ich glaube schon, ich weiß es gar nicht. Und hier ist Munition, die nehme ich natürlich noch mal mit. Ich glaube, dann stehe ich morgen gleich richtig früh auf und fange hier das Zocken an. Yeah! Ich muss dann erstmal die Kinder in die Schule fahren. Und dann... Das machst du nicht. Hä? Na klar muss ich. Unbedingt. Warnung. Betreten eines kontaminierten Gebiets. Sagst du. Ja, sag ich. Oh, moderne Mütze. Ich habe keine Kinder, die ich in die Schule fahren muss. Yeah, jetzt habe ich bestimmt eine geilere Mütze. Noch eine fettere Mütze. Oh yeah, oh yeah, oh, oh yeah. Viel fett, viel geiler. So, runter. War, glaube ich, oder? Ist hier noch irgendwas? Da war noch Munition. Ah ne, hier war ich drin. Hier war ich auf jeden Fall drin. Bei mir ist nichts mehr da drin. Okay. Gut. Hier noch was? Ja, hier ist jetzt noch... Ja, ich kann hier noch ein paar Schränke durchsuchen. Oh, yeah. Eine Wachmütze. Sehr schick. Ja, jetzt finde ich aber ziemlich viele Mützen. Jetzt wird es langsam ein bisschen crazy. Ja, brauchen wir ja nicht wirklich alles, nicht? Ja, ne? Ist ja auch Quatsch, ne? Jo. So. Und Runde. Hier waren wir drin, hier haben wir das Zeug am Anfang schon gelootet, dass die Tür aufgemacht hast mit dem Lockpick. Ah ja, genau. Mhm. Ah, hier konnte ich jetzt noch was aufsammeln. Okay. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Ja, noch Gegner wieder. Sind wir gespawnt? Glaub nicht. Was für Pussys. Tja, ist halt so, ne? Schlimm. Ja, also ich würde sagen, ich gehe auf jeden Fall erstmal wieder in die Base. Und gucken mal, ob ich irgendwie was upgraden kann noch. Oh ja, das ist eine gute Idee. Und dann... Ja, und dann machen wir Feierabend vor, oder? Ja, ne? Auf dass wir uns dann morgen früh wieder zeitig hier treffen und voll auf die Kacke hauen. Ja, muss ich mal gucken, wann ich aufstehe. Und ob ich hier zocken kann. Meine Mutter ist ja auch operiert worden. Ja, stimmt. Hast du was erwähnt, ja. Und jetzt geht's auch. Da kommt das Zocken ein bisschen kurz. Ich mache jetzt, glaube ich, noch ein Intro für den Part und schneiden gleich und laden hoch. Also ich werde das auf jeden Fall machen müssen. Unbedingt. Unbedingt. Ja, am Release-Tag hochladen, das muss, also ist ja jetzt eh schon zu spät. Bin ich eigentlich schon drüber über der Zeit. Das macht aber nichts. Vier, fünf Leute in meiner Abo-Liste, in meiner Abo-Box gesehen, die schon hochgeladen haben. Ja, macht ja nichts. Ist doch scheißegal. Denn wir laden ja nicht hoch, damit wir um den Fame werden, sondern wir laden hoch, weil es Spaß macht. Richtig. Exactly. Und weil wir Fame wollen. Ach, habe ich überhaupt noch Punkte, um irgendwas zu machen? Nee, ne? Oh, ich sehe sogar deinen blauen Punkt, wie du da hinrennst. Das ist ja fett. Nur 120. Ich brauche aber mehr.
So, jetzt machen wir gerade. Ich muss jetzt erst nochmal Kappe aussuchen. Unbedingt. Jetzt habe ich so viele gekriegt. Nee. Nee. Ich will eine Kappe. Nein, ich habe nur so dämliche Fellmützen. Was? Och Mensch. Ja, ist schon ziemlich doof jetzt gerade. Aber naja, was willst du machen? Geht halt nicht anders. Gut, jetzt gucke ich da auch nochmal rein in die Base. Mal schauen, ob wir irgendwas machen können. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht. In der Beta haben die auch blaue Sachen verkauft. Und die verkaufen jetzt nur grüne. Naja, vielleicht kommt das ja alles noch. Mal schauen. Ja, hoffen wir. So, Sie was? Leisten gute Arbeit, aber naja. Sie jetzt nicht schauen wir doch mal. Ich werde mich, glaube ich, erstmal alles so auf medizinischen Sachen beziehen. Ich kann aber nichts machen gerade. Schade. Nee, konnte ich auch nicht. Hast du schon, ach so, technische Flügel und so müssen wir ja alles erst freischalten, ne? Warte mal. Ah, du kannst aber hier einen Ratgeber und so einen Scheiß übergeben. Das ist natürlich geil. Ach so, nee, da steht, was wir alles übergeben haben. 1 von 24. Genau. Okay. Ja, warum nicht, ne? Ist halt so. Ja, so, technischer Flügel und den Sicherheitsflügel haben wir noch nichts gemacht. Gut, ja, dann, ne? Füllen wir uns mal kurz auf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon was kaufen soll. Ich glaube, ich lasse es erstmal. Ja, lass es. Du musst sowieso, ich will sowieso eher mal gucken, ob du irgendwie mehr was craften kannst, als was du kaufen kannst. Macht, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Kannst du mal craften. Kannst du mal craften, ja, mal reingucken. Wo ist denn das? Da, wo ich stehe. Ach, hier. Bei dem Fertigungsstation, oder was? Genau. Und Objekte dann anfertigen, das ist natürlich... Oh, du nice. Du kannst dann halt dein eigenes Zeug dann halt machen. Musst halt gucken, ob es besser ist und ob du die passenden Sachen für hast. Die werden dann unten angezeigt. Waffenteile, 5 Stück für eine Waffe. Alter. Siehst du, da lohnt es sich halt auch, wenn du Waffen dann zerlegst. Oder halt Müll generell zerlegst, bevor du es verkaufst. Okay. Aber, wie gesagt, um geile Scheiße zu machen, musst du dann zu Blaupausen für finden. Die habe ich in der Beta echt voll oft gefunden. Aber damit konntest du halt nichts anfangen in der Beta. Okay, gut. Na gut. Aber mir fehlt noch einiges an Zeug. Also... Da geht erstmal nichts mehr. Ah, Blaupause für Schalldämpfer. Da fehlt mir aber noch ein Werkzeug. Ja, gut. Ein Werkzeug? Ich ja. weiß nicht, musst du mal auf der Karte gucken, ob das schon wieder da ist. Hier unten bei Tools. Hey, ich hab was. Dann mal schon mal hin, gucken, ob bei Tools ich da was ist. Ich hab die beste Auswahl in New York. Aha. Aber ich renn halt einfach hin und guck mal, ob da noch was ist. Ich würde halt echt mal interessieren, also ich war jetzt bei so vielen Waffendingern und so, aber keiner hat einen Sniper. Nee, also das, ich denke mal, direkt einen Sniper wirst du auch nicht finden. Scheiße, alles immer nur so Pump-Action-Müll. Obwohl, war die, was ist denn das hier für eine? Ja, nee, nicht bestätigen. Kann man die Waffe nicht mal anschauen oder so? Nee, ne? Nee. Ja. Schrotflinte, nee, Schrotflinte, nichts mehr. Schrotflinte, nee, passt schon. Schon klar, schon klar. Naja, gut. Was willst du machen? Sprechen wir nochmal kurz den hier an. Vielleicht hat der noch irgendwas anderes. Nö, er hat auch nur Schrotmist. Schrotflinte. Ja, es ist eigentlich genau dasselbe, was die Tante nebendran anbietet. Ist natürlich, ja, sehr, sehr cool und so. Also Handschuhe und so einen Müll brauche ich eh noch nicht. Also. Nee, lass mal gut sein. Überlegen Sie es sicher noch. Ja nee, gut, da steht sogar, wo ich Werkzeug finde, 89 Meter von meiner Position. Aber ja, das haben wir schon entdeckt. Ja, genau. Also das machen wir auf jeden Fall beim nächsten Part. Ich bedanke mich wieder herzlich fürs Zuschauen. Und nicht vergessen, liken oder ein Dislike, wenn Dislike, dann begründen und auf jeden Fall in die Comments reinschreiben, wie ihr das Game findet, wie ihr uns findet, wie ihr es gelabert findet und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Ja, bitte, bitte. Und schaut auf jeden Fall auch beim Tauli vorbei, weil der macht auch coole Let's Plays über sämtliche andere Spiele. Zum Beispiel das Evoland. Ich finde das sowas von sensationell. Sensationell. Natürlich auch recht herzlich, dass ich wieder mit dabei sein durfte. Mal gucken, vielleicht nehme ich beim nächsten Mal auch mal wieder auf, wenn es dem Hals dann besser geht. Also die Woche wird es wahrscheinlich nichts mehr, aber dann nächste Woche irgendwann hoffe ich. Wie gesagt, guckt auf jeden Fall auch bei mir vorbei. Es hat mal wieder richtig Spaß gemacht.
wir haben ja lange genug gewartet, bis das Spiel wieder rauskommt. Yeah, Mann. Seit der Beta. Daher schön, dass wir wieder hier sind, ne? Ja, und denkt auf jeden Fall auch über den Community-Clan drüber nach, ob ihr euch das Spiel kaufen wollt. Wenn ja, dann schreibt in die Comments, schreibt einfach rein, hey, ich will einen neuen Clan, und dann sprechen wir darüber und dann machen wir das. Auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, wir sind hier am Ende und wie schon gesagt, macht keinen Blödsinn, bleibt anständig. Macht Blödsinn, macht viel Blödsinn. Schönes seine Scheiße. Beim letzten Mal hat er die Aufnahme schon aufgehört, wo ich das gesagt habe. Seid nicht anständig. Anständig sein ist scheiße. Seid unanständig. Unanständig ist gut, glaubt mir. Ja, join to the dark side. We have cookies. Jawohl. Alles klar. Haut rein, bis zum nächsten Mal bei einem nächsten Part von Division. Euer Avenger und Tauli. Tauli. Bis dann, servus.